30 Meter mit rausgelassener Luft, damit es richtig schön schwer wird. Ja, und jetzt geht der LKW richtig in Fahrt. Der Martin schmeißt seine Kappe weg, die stört er nur. Und ich würde sagen, hier liegt Österreich doch ein bisschen vorne. Der stärkste Mann Österreichs, siebenfacher stärkster Mann Österreichs. Aber der Michael liegt dicht hinten auf. Also das ist ein Kopf an Kopf Rennen. Und Wenn man hier in Führung gehen will.